Hallo und herzlich willkommen bei Green Hell und heute Abend ist Heiliger Abend. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Würstchenessen und Kartoffelsalat essen. Keine Ahnung. Nein, hallo erstmal. Genau, heute ist der 24.12. Ich nehme das quasi schon 2 Tage vorher auf. Aber wir müssen uns nochmal untersuchen. Wahrscheinlich wegen der Entzündung, die wir uns eingefangen haben. Von dem Leoparden, von dem Jaguar. Genau hier. Genau, weil ich habe vergessen, wo ich gespeichert habe. Und ich glaube, ich habe den falschen Spielstand aufgeladen. Oder. Nee, ich bin zurückgelaufen, habe gespeichert. Genau so war das. Weil ich muss jetzt nochmal zum Dorf gehen. Das sieht halt übel aus, gell? Da müssen wir gucken. Da müssen wir gucken. Warte mal. Weil unser Leben geht nach unten. Das ist gar nicht so toll. Und dann habt ihr irgendwas gesagt, ich soll mal was mit Bananenblättern ausprobieren. Herstellen. So, jetzt pass auf. Ich brauche bestimmt ein Seil dazu, oder? Und Stöcke? Nee, das ist das. Oh, ich muss erstmal sammeln. Das ist nicht so toll. Warte mal, ich brauche erstmal Material wieder. Ach Gott. Erstmal wieder reinfinden. Mensch. So, wir brauchen auf jeden Fall den Wurfhaken. Das ist eigentlich das nächste Ziel, was wir haben. Das nächste Ziel. So, ich brauche jetzt aber irgendwie eine Pflanze, was mir meine Entzündung an den Arm und an den Bein, glaube ich, am Bein war das, ne? So, den sammeln mal. Sammeln bitte. Um die Entzündung runterzukriegen, weil unser Leben ist echt am Arsch. Also, das funktioniert ja nicht. Jetzt pass auf, da war noch mal die Bananenblättchen. Das war hier. Jetzt pass auf, jetzt probieren wir es noch mal. Herstellen. Da brauche ich bestimmt irgendwie Stöcke oder sowas, ne? Ein Seil. Machen wir 2 Seile drauf. Vielleicht noch ein Stock. Ah, hier, Stockrüstung. Ihr habt gesagt, nicht herumprobieren. Halt, nicht wegschmeißen. Warte mal, wo ist es denn? Da. Herstellen. Nee, ich will es anlegen. Herstellen. Rechtsklick? Nee. Kann ich das am Körper dran machen? Anziehen. Ich würde es gerne mal anziehen. Wie kriege ich denn die? Wie kann ich hier. Warte mal, habe ich zu viel. Das ist ein bisschen nicht so toll. Warte mal, schmeiß mal kurz raus den Knochen. Das gibt's jetzt nicht. Wie kann ich das anlegen? Nehmen. So, jetzt habe ich die Stockrüstung. Zack. Herstellen. Nee, ich möchte es gerne anziehen. Wie kann ich denn das machen? Wahrscheinlich, indem ich jetzt einfach mal am Ärmchen bin, hol den Rucksack. Jetzt hat alles klar. Also 3 Stöcker brauche ich dafür. Herstellen. 1, 2, 3 und noch ein Seil, ne? Herstellen. Da ist es. Angucken. So, das sieht doch schon viel besser aus. Ja. Das ist das, was ihr meintet, mit dass ich mal ein bisschen rumexperimentieren soll. So, jetzt brauche ich nochmal ein paar Äste. Sammeln. Aber dennoch. Nee, Quatsch. So, da habe ich noch 2 Blättchen rumliegen. Herstellen. So. Sieben müsste es ja klappen. Ans Beinchen. So, jetzt habe ich da quasi auch eine verlängerte Hose. Und dann nochmal herstellen.
müssen wir wieder sammeln. So, dann haben wir das auch mal gemacht. Das ist sehr geil. Da haben wir jetzt mal ein bisschen Rüstung, ein bisschen Schutz. Da ist nämlich die zweite Wunde. Hier, schaut euch die Krallen an. Alter, Geleck. Das ist schon... So, perfekt. Haben wir das auch. Jetzt sind wir ein bisschen geschützter. So, nehmen das. Fleischtechnisch, wie schaut's da aus? Oh, das ist jetzt vergammelt. Super. Blöd. Essen. 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 So, da ist... Ist nicht so gut. Wie spät ist es? 3:30. Jetzt fängt es wieder an mit Regnen, gell? Ei, das ist so zum Mäusemelken. Wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Hier. Wir brauchen... Das sind Kratzer, Schürfwunde. Senkt die Kondition, führt ja, ohne Behandlung zu Infektionen. Das sind wir nämlich gerade in dem Bereich. Genau, ich brauche nämlich... Ich brauche unbedingt diese eine Pflanze, die... Quasi... Ah, nicht runterfallen. Ich brauche die gelbe Pflanze und dann glaube ich diese... Diese rote. Hier sind nochmal Bananen, die nehme ich nochmal mit. Halt, da war irgendwas. Da ist die Spinne. Haha! Ich hab's nicht gehört. So. Oh, die greift an. Die greift an. Die ist angriffslustig. Die wollen wir aber nicht. So, ich hoffe, dass. Ich hoffe, mein Mikro ist jetzt ein bisschen besser, weil ich wurde gefragt, ob ich mich blechern anhöre. Dann habe ich gesagt, ja, ich hab's immer noch nicht richtig geschafft zum Einstellen. Laufen wir hier lang. Immer mit der Ruhe bitte. Wir sind fremd hier. Wir versuchen es mal um unser Glück. So. Wir brauchen trotzdem das ganze Zeug nur mit zum Einsammeln, ne? So, wir schauen mal, wie gut wir durchkommen. Weil ich glaube, ich werde sterben. Ich habe das blöde Gefühl, dass ich es nicht rechtzeitig schaffen werde, mir so ein Anti... Ach, das ist Schweinchen. Okay, ich dachte schon. Hier sind wir diese Energiepilze essen. Die lasse ich mal hängen, damit wir nachher welche haben. Bleibt ruhig, bleibt ruhig, bleibt ruhig. Ich will gar nichts von euch. So, wo ist denn das Dorf? Das war da drüben, gell? Ja. Das war doch hier in der Ecke, oder? Da ist der Klapperschlange. Nee, das war dann doch da vorne. Ich brauche unbedingt Heilung, aber es ist schon wieder dunkel. Das ist nichts Gutes. So, wir sind jetzt wieder am Dorf. Ah, warte mal, das ist doch hier. Das ist doch die Pflanze, gell? Unbekannte Kräuter. Herstellen? Ja, ich brauche die andere auch noch. Wieso kann ich denn die jetzt nicht mitnehmen? Ah, warte mal. Herstellen? Ja, Funktionsverband. Einmal.
So, das hat er jetzt nur einmal genommen. Dann können wir das schon mal untersuchen. So, wir hatten es an dem hier dran einmal, gell? Das müssen wir einmal abmachen. Nö, will er nicht. Warum nicht? Können wir sie nicht einfach rausschneiden? Das ist auch kein Kringel. Ich dachte, das wäre jetzt hier so eine Funktion. Dass wir... Unbekannte Blumen... Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, es wird schon wieder dunkel, ne? Ah, die Infektion soll nicht mein Tod sein. Das ist doch ärgerlich. Was war jetzt das? Was hat mich da jetzt gerade zu Augen gefaucht? Das habt ihr auch gehört, ne? Hm, das ist nicht gut. Ja, ob ich das mit Schlafen wieder hinkriege? Ich glaub's ja fast nicht, gell? Ah, das sieht nicht gut aus. So, was haben wir an Dreck? Warte mal. Kann ich da vielleicht Kohle mitnehmen? Sammeln, essen. Ich esse es jetzt einfach mal. Ja, das werde ich auch gleich kotzen. Hm. Ja, mal Lebensmittelvergiftung minus 1 hat er gemacht, ja, aber 5 hat er geistig gemacht. Hm. Hier ist eine Falle. Eine Riesenkröte. Nehmen. Die können wir nochmal scharf machen. Okay. Vielleicht haben wir ja Glück und kommen hier nochmal durch. Hm, Wasser bräuchten wir, ne? Können wir die Infektion auch so überleben? Meine Frage, weil wir haben jetzt ein bisschen geschlafen. So. Das Leben geht immer noch weiter runter. Das sieht nicht gut aus. Und wieso kann ich den Verband nicht nutzen? Was können wir denn noch nehmen? Es geht mir gerade alles so durch den Kopf. Ah, jetzt werde ich wieder konzentrierter und ruhiger. Es ist ein bisschen ärgerlich, weil wir brauchen den Wurfhaken. Das ist eigentlich mein nächstes großes Ziel, dass wir den suchen. Ja, weil da würde ich eher nochmal Richtung unserem Camp gehen, weil ich habe ja gesagt, wir wollen eigentlich hierher gehen, ne? Aber das werde ich erstmal streichen. Weil wenn hier der Wurfhaken ist, dann muss er hier in dem Bereich, ach Quatsch, wenn hier die Stelle ist mit dem Wurfhaken, den wir brauchen, dann muss er hier in dem Bereich irgendwo der Wurfhaken auch sein. Ja?
Ich werde nochmal Richtung Auto laufen. Vielleicht habe ich da was übersehen, dass da vielleicht ein Wurfhaken im Auto war. So, dazu müssen wir erstmal gucken, wo wir sind. Also wir müssten jetzt hier wieder sein. Also hier in der Nähe. Die Uhr. Zeig mal her. 47, 23. Ja, genau, da sind wir jetzt gerade. Also gehen wir jetzt nochmal Richtung 44, 16, also Norden. Nordöstlich. Das wäre dann quasi hier einfach die Steine da so entlang, ne? Ich bin so froh, dass wir diesem Geräusch nicht einmal begegnet sind, weil es hört sich nach Affen an. Mal lieber nehmen mein Speer in die Hand. Aber ihr könnt sagen, was ihr wollt, gell? Also bei Nacht sieht es echt stark aus. Ja, mit den Lichteffekten. Das schaut schon echt luzifermäßig gut aus. Ah, ein Igel. Okay, ich muss mich konzentrieren. Muss mal kurz gucken. Wir haben einen Igel am Körper. So, die Ausrüstung habe ich nicht an. Warte mal, ist er da? Nee, das sieht nur so aus. Wahrscheinlich hier an dem Bein, oder? Da ist er. So, wir gucken aber trotzdem genau, nicht, dass da noch irgendwo was rumkrabbelt, und nehmen die Rüstung wieder an. So, jetzt haben wir die Rüstung auch. So, was habe ich gesagt? Nordöstlich, da sind wir ja hier auf dem richtigen Weg. Hier ist noch ein bisschen Fleisch, das nehmen wir auch mit. Sammeln. So, wir haben einmal Aralfleisch roh. Hier ist noch ein bisschen Wasser mit bei, gell? Kohlenhydrate und Wasser, jawohl, sehr gut. Essen. Dadurch steigt ein bisschen das ausgegraute Leben. Das ist vielleicht ein bisschen Puffer, was wir haben. Leeren brauchen wir auch. So. Sehr gut. Du blödes Vieh, du! Wo ist es? Ja, Kruzifix. Ah. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt habe ich. Es ist zum Mäusemelken, ich sag's euch. Och nö. Ich war weg, aua. Ja. Autsch. Ah, tot. Sorry. Vom Raubtier getötet worden. Ah, das ist so mint. War ich hier schon verletzt? Soll man das laden oder das laden? Ich nehme mal den vorherigen Spielstand. Und guck mal. Ach, Gottchen. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Wir gucken mal. Okay, wir waren schon am Auto dran. Wir haben auch keine Verletzung mehr. Dann ist das doch eigentlich relativ gut. So, jetzt gucke ich aber trotzdem mal in die Tasche. Essenstechnisch. Ist gekocht. Dann essen wir das doch mal. Das ist doch nicht verkehrt gewesen, dass wir den Spielstand genommen haben. Sehr gut, dann ist es nicht vergammelt und wir haben noch ein bisschen mehr was davon und wir haben noch Schmerzmittel. Okay. Unsere Werte, wie schaut's aus? Okay. Wie spät ist es? 22 Uhr. Dann würde ich sagen, legen wir uns hin. Das Feuer brennt. Ja. Wir legen uns mal ab, damit wieder ein bisschen heller ist, das Ganze. 7 Uhr. Ja, solange, dass wir nicht schlafen. So, das Feuer müsste jetzt dann gleich ausgehen. Halb, ja, 6 Uhr. Zack. Nee, Feuer ist noch an. Sehr gut. Okay. Was haben wir denn noch alles an Material dabei?
8 Stöcke. Okay. Dann würde ich sagen, probieren wir das nochmal aus mit den Bananenblättern. Also herstellen. So, da war das 1, 2, 3. Und dann Seile 1 und 2, Nummer 1. Kein Platz im Rucksack. Nee, warte. Da liegt es. Kann ich so gucken? Ah, nee, nimmt er nicht. Damit ich es hochziehen könnte. Hm, blöd. So. Was wie folgt. Ich stelle mal kurz ab. Das müsste doch da reingehen. Jetzt hat. So, das Hammer. Na, wo ist er? Ja, jetzt. Hammer. Sehr gut. Dürfen wir nicht vergessen, wo wir es abgelegt haben. So, das nächste. Sorry, wenn das gerade ein bisschen umständlich hier alles ist. So. Herstellen. Hat er eingesammelt. Sehr gut. Wir wollen auf den Arm gehen. Und hier. Zack. Weil wir haben den Kanister, das ist eigentlich schon mal ein ganz guter Fortschritt, da haben wir nicht viel verpasst. Ich hoffe, wir brauchen immer noch den... Sag's mal schnell. Den... Oh, nur 2 Stöcke, warte. Ich brauche nochmal einen Stock. Da ist der Ameisenhaufen. Den lassen wir außen vor. So, jetzt brauche ich mal so einen Ast und jetzt habe ich keine Stöcke hier. Ach, das ist Vieh. So, sammeln. Sammeln. Hammer gleich. Ja. Aber wir haben unsere Werte wieder im Griff. Das ist alles schick. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir auch da so bleiben. So. Herstellen. 1, 2, 3. 1 und 2. Schauen wir mal, wie viel Schutz es gibt. Sehr gut. Und noch einmal. Dann haben wir es. So, sorry. Ja. Entschuldigung. 1, 2, 3. 1 und 2. Herstellen. So, dann haben wir jetzt die Rüstung. Perfekt. Und ziehst dann ein. Sehr gut. Perfekt. So, die Rüstung Hammer. Wir gucken auf unsere Werte. Geht noch, geht noch, geht noch, geht noch. Hi Schildi. Gar nicht mal so schlecht das mit dem Topf gerade gewesen. Haben wir ein bisschen Wasser dazu gewonnen. Fleischtechnisch haben wir noch was. Essen wir. Also die Proteine und die Energie ist auch oben. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt können wir auch ein bisschen Gas geben. Unser Leben kommt auch nach oben. Wir müssen natürlich wieder Materialien mit einsammeln. Das ist natürlich... Oh. Da oben ist das Dorf. Was?
Das ist das Teil vom Dorf. Okay, wo bin ich denn? Wir gucken mal auf die Karte. Und die Uhr noch dazu. 47, 18. Ach, da sind wir schon. Okay, da müssen wir eigentlich nur kehrt machen. In den Norden gehen? Ne, ich will nichts von dir. Du lässt mich mal bitte in Ruhe. Jetzt muss ich aufpassen. Hier war doch die Schlange, gell? Oh. Glück. Das ist reines Glück gewesen. So, egal wie lang die Folge hier wird, ich möchte gerne. Ich habe zu viel rumgeeiert mal wieder. Ja, mit irgendwelchen Verletzungen. So, kleiner Stock. Ich glaube, wir sind sogar da, wo wir hin wollten, haben wir uns sogar noch einen Weg gespart. Das passt auch, weil ich wollte ja nochmal zum Auto gehen. So. 48,17. So, jetzt müsste ich eigentlich nur noch Richtung Osten laufen. Das ist da hinten entlang. Dann machen wir das doch. Nur Obacht geben. Stöckchen. Stöckchen. Das mit den Windeffekten ist auch richtig gut gemacht, weil man erkennt nicht. Bleib ruhig. Man erkennt nicht, ob das ein Viehzeug ist oder nicht. Warte mal, da unten ist noch mein Lager. Dann muss ich da rüber. Laufen wir da entlang. Da müssen wir hin. In die Richtung. So. Okay, müssen wir uns merken, dass da nochmal so eine Psychopflanze ist. So. Ich hoffe, dass kein Jaguar kommt oder sowas. Warte mal, haben wir das? Haben wir den Wurfhaken schon auf der Karte? Nein, den haben wir nicht. Dann fehlt uns dieser ganze Abschnitt. Okay. Vielleicht können wir das Ganze auch ein bisschen umgehen. Weil ich will jetzt zum Auto hinlaufen. Vielleicht haben wir da was übersehen. Und dann ansonsten folgen wir der Straße nochmal. So, wir müssen jetzt dann gleich am Auto sein, oder? Warte mal, habe ich das nicht im Tagebuch eingetragen? Überprüfe den Ort, da müssen wir gleich hin, genau. Da ist die Geschichte. Da ist das Auto. 4417. Die kleinen Schweinchen, gell? Ja, 16, 17, okay. Und ich bin jetzt bei... Jetzt gucke ich schon wieder auf die Uhr. Ja, eigentlich nur Richtung Osten. Dann müssen wir gleich da sein. Wo ist sie? Da war die Spinne, Schlange. Nee, Spinne. Ah, ekelhaft. Dieses Krabbeln immer. Haha, Gänsehaut-Feeling. Da hockt er. Nee, zu dir will ich gar nicht. Lass mich mal. Da ist das Auto. So, wir haben ja eigentlich alles mitgenommen, oder? Hier ist kaputtes Walkie-Talkie. Hier sind noch ein paar Kisten. Wir sind damals von da hinten gekommen. Würde ich sagen. Erstmal hier die Pilze erstmal. Die
Pilze sind gut, die geben auch ein bisschen Leben wieder, ne? Sehr gut. So, okay. Am Auto war nichts mehr, dann gehen wir die Straße jetzt einfach mal weiter. Da, schau, da vorne ist noch was. Was bist du? Also diese Drogentypen haben hier echt auf... Oh, Schokoriegel, sehr geil. Die haben hier echt viel Müll da gelassen, gell? Auf ein Stöckchen. Gekennzeichneter Pfad, wa? Damit die hier langlaufen können. Halt! Wo bist du? Das ist wieder ein Durchgang. Hä? Wer faucht denn hier? Oh, ich bin übelst blind. Ich sehe es nicht. Ah, hier ist ein Weg. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Komplett neues Gebiet. Hat er das mit eingezeichnet in die Karte? Nee. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt bei 4118. 4118. Das ist hier. Okay. Da sind wir. Aber hier geht es anscheinend weiter. Ja, den Weg folgen oder runter? Oh, schaut mal da drüben. Da will ich hin. Da ist irgendwas. Das ist so ein Käfig. Das Bananen ist echt das Beste, ne? Den nehmen wir mit. Da sieht man das von hier vielleicht noch ein bisschen besser. Oh ja, guck mal da. Was ist denn das? Komme ich da auch von hier hin? Nee, gell? Ah, es wird zu riskant. Ich will nicht runterfallen. Oh. Ah, ist Gewitter. Ist Gewitter. Alles gut. Ich dachte schon, es wäre ein Jaguar. Ich bin ein bisschen Jaguar geschädigt. Keine Ahnung. Jedes Knochen, Zirpen und so weiter gebe ich gerade tierisch an die Substanz. Da sind wir voll. Das sind keine Maden. Da ist ein Lurch. Hier ist eine Falle. Eine Schlingfalle. Machen wir die mal scharf. Vielleicht kommen wir ja nochmal von vorbei. Und können da was mit fangen. Oh, eine Höhle. So, Obacht geben. Skorpione oder Spinnen? Ist eine Höhle, geil. Da ist Skorpion. Da ist er, da ist er. Bleib weg. Ein Generator. Neuer Ort auf der Karte. Hier ist noch der Kokosnuss. So, sammeln. Benutzen. So, got some news. Found an elevator. Had some issues with it. But finally managed to get it running, and now I can check to see where it leads. Jake, slow down. An elevator. I'll let you know as soon as I find out more.
Überprüfungen der Aufzug führt. Also haben wir eine neue Mission schon bekommen. Und glaube auch die Geschichte ein bisschen vorangetrieben. Immer wenn wir so neue Walkie-Talkie-Mails kriegen, gell? Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen heiligen Abend. Genießt die Zeit mit der Familie und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Green Hell. Ciao, macht's es gut.